Hallo, ich bin's mal wieder, Sven, Sven Marx von Globetrotter. Worum geht's in meinem kleinen Video heute? Es geht um meinen Deutschlandlauf 1.1 im Sommer 2025. Ich werde 42 Tage, 880 Kilometer unterwegs sein und muss natürlich irgendwo schlafen. Wo ich schlafen werde, womit, das erkläre ich in dem kleinen Video. Und wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Und mir bleibt wieder mal nur zu sagen, willkommen in meiner Tja, und da bin ich schon wieder. Hä? Ich habe es ja angekündigt, ich möchte darüber sprechen, wie ich die 42 Tage auf meinem Deutschlandlauf im nächsten Jahr nachts verbringen will. Und darüber habe ich lange nachgedacht, weil Wildcampen in Deutschland ist verboten. In Brandenburg ist es als Radfahrer und Wanderer ein bisschen einfacher. Für mich ist das Zelt, um mehrere Tage, Wochen unterwegs zu sein, immer die erste Wahl. Eigentlich schlafe ich am liebsten in der Hängematte. Das Problem mit der Hängematte ist aber, du musst Plätze finden, wo du bleiben kannst. Ein Zelt kann ich auch mal, das habe ich schon tausendmal gemacht, überall auf der Welt, einfach hinter irgendeine Hecke stellen am Feldrand. Weil ganz oft stehen ja da Hecken, damit der Sand nicht weggetragen wird bei Wind. Und dann bin ich verschwunden erstmal bis zum nächsten Morgen. Da muss ich sehr früh raus, weil Bauern fleißige Menschen sind, die früh aufstehen. Aber dann kann ich da erstmal bleiben. Mit einer Hängematte könnte ich da nicht einfach bleiben. Ich könnte mir jetzt noch einen Tarp mitnehmen. Das wäre noch eine gute Option. Aber dann hast du keinen Boden. Dann schleppst du noch irgendeinen Boden mit. Bla, bla, bla. Also für mich Zelt. So, und Zelten definitiv in Deutschland verboten. Und jetzt habe ich mir überlegt, was kann ich machen? So, das Einfachste wären Zeltplätze. Aber dadurch, dass ich 880 Kilometer glatt durch will, habe ich ein kleines Problem, da ist nicht an jedem Straßenrand ein Zeltplatz. Und selbst wenn ein Stück rein, 3, 4, 5 Kilometer, ein Zeltplatz wäre, müsste ich 3, 4, 5 Kilometer wieder zurück. Wenn ich das 42 Nächte mache, nur wir reden jetzt nur von schmalen Distanzen, dann würden da nochmal am Ende bestimmt 100 Kilometer zukommen. So, und deswegen, so wie ich es immer mal auf meinen Reisen, straight, wenn ich ein Ziel habe, gucken, wann ich keinen Bock mehr habe, nicht mehr kann, ab in den Wald und pennen. Oder ab aufs Feld, hinter die Hecke, abends laufen, bis es kurz vorm Dunkeln ist. Egal wie. Also das Zelt ist meine erste Wahl. So, und dann geht es wie gesagt darum, wo bleibe ich? Ich werde ganz viel in Wäldern schlafen, mit Sicherheit. Da mache ich mir keine Illusionen. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist nicht erlaubt. Ja, das ist nicht erlaubt. Aber ich kann keine größeren Distanzen zurücklegen. Ich bin irgendwann am Ende. Mit einem Auto ist das eine easy Sache. Ich kann mich da reinsetzen und ein Stück weiterfahren. Selbst mit einem Fahrrad noch 20 Kilometer abends zu machen, ist auch vollkommen okay. Aber das Ganze zu Fuß zu machen, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn du schon 22, 23, 24 Kilometer gelaufen bist und dann mal noch schnell 5, 6, 7, 8, 9 Kilometer dranhängen sollst, dann ist das für mich, keine Ahnung, wie es anderen geht, schon eine ziemliche Nummer. Und wenn du dann im Wald bist, dich ordentlich verhältst, nicht alles zumüllst, leise bist, spät kommst, früh gehst, habe ich es noch nicht erlebt, dass jemand kommt, mit dem du ruhig sprichst, dass der dann sagt, seh zu, dass du dich hier verpisst. Gott sei Dank habe ich es noch nie erlebt, weil wenn ich nachts los müsste mit meinen Augen, ich habe ja durch den Tumor im Kopf Probleme mit meinen Augen, dann hätte ich ein echtes Problem. Und deswegen ist es für mich wichtig, an dem Ort bleiben zu können, mit den Leuten zu reden und mich ordentlich zu verhalten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, die Natur leidet schon genug unter uns. Und warum sollen wir nicht einen kleinen Beitrag, den wir leisten können, einfach machen? Und wir müssen unseren Müll nicht irgendwo hinschmeißen, den kannst du in die Tasche stecken. Und bei nächster Gelegenheit auf irgendeiner Tankstelle oder einem Ort, wo es Müllkästen gibt, die werden leider immer weniger, kannst du das loswerden. Ja, was es noch geben wird, One-Night-Tent, das habe ich noch nie probiert. Man kann auch bei anderen Leuten schlafen. One-Night-Tent ist eine App, die blende ich euch hier mal kurz ein. Da gibt es einige Leute, die sagen, Mensch, du kannst bei uns im Garten pennen, dann stellst du da dein Zelt hin, wenn du Glück hast, kriegst du sogar eine Dusche und wenn es ganz gut läuft, sogar ein Frühstück und dann kannst du weiterziehen. Auch die werde ich nur nutzen, wenn sie wirklich auf der Strecke liegen. Ich will nicht weg nach rechts oder links. Ich komme durch viele große Orte, die werde ich mal in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr mal gucken, wo ich überall lang komme und ich bin über jede Hilfe glücklich, weil 42 Tage, jeden Tag ein Halbmarathon ist schon für mich eine ziemliche Nummer. Und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn man zwischendurch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, weil man sich nicht irgendwo verstecken muss. Ich fühle mich dann manchmal, wenn ich in Gegenden bin, wo viele Menschen sind, echt wie ein gehetztes Tier, was ich verstecken muss. Deswegen bin ich hier in Deutschland eigentlich nicht so gerne unterwegs. Obwohl wir ein super schönes Land haben, mit tollen Wäldern alles, aber du bist immer auf dem Sprung, musst immer Angst haben, dass irgendwo einer um die Ecke kommt, der was sagt.
Ja, also One Night Tent, Wildcampen. Und dann habe ich jetzt bei meiner Ostsee-Tour, ich blende euch hier oben mal die Playlist dazu ein, bei meiner Ostsee-Tour eins probiert, was ein Freund von mir schon viele, viele Jahre macht, früher schon gemacht hat, als ich noch getrennt bin und mein Zelt auf irgendeinem Zeltplatz gebracht habe, hat der schon bei Fahrern angefragt, ob er da schlafen kann. Die haben oftmals ein Gemeindehaus, sogar mit Betten, wo Leute, wenn sie Besuch kriegen von anderen Gemeinden, schlafen können. Ich frage dann da, das habe ich jetzt angefangen, einfach, ob ich mein Zelt in den Hof stellen kann. Das hat funktioniert. Ich habe wirklich einen einzigen erst angeschrieben in Greifswald, habe gefragt, ob das möglich ist, und der hat gleich zurückgeschrieben, gar kein Ding, komm her. Ihr könnt dort im Hof schlafen, eine Wiese, ein herrlicher Apfelbaum mit alten Äpfeln, eine echt tolle Apfelart, die ein bisschen mehlig war, aber zucker, zucker süß. Konnte dort schlafen und konnte sogar die Toilette benutzen und die Dusche. Und das werde ich jetzt auf der Tour öfter probieren, weil in jedem Dorf ist eine Kirche. Mittlerweile sind viele Kirchen außer Betrieb, also werden nicht mehr von der Kirche genutzt, und dadurch ist da auch kein Pfarrer, der dich vielleicht auf dem Gelände vom Pfarrhaus schlafen kann, lässt. Ich kann es nur probieren. Gut, also das sind die Optionen, wie ich wo schlafen will, warum ich das Zelt nutze, und wer sagt, Mensch, das klingt gut, muss man einen Daumen da lassen, weil das hilft mir, anderen zu helfen. Und wer noch sagt, Mensch, ich habe da noch andere Ideen, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin über jede Idee glücklich. Deswegen nutze ich hier auch YouTube, weil ich das so toll finde mit der Community. Man kann sich super austauschen, man kann nach Dingen suchen. Das war es wieder mal für mich. Ich blende euch hier rechts und links noch zwei Videos ein zum Thema und sage, bis die Tage.